coole Sache. Oh, da ist Spot. Da liegt Spot. Autsch. Ach du Wo Heilige. bin ich? Himmel, Hirschkuh. die ganze Welt ist zerbrochen. Das ist ja ziemlich, also es sieht sehr bizarr aus, finde ich. Aber es ist absolut genial gezeichnet. Mir gefällt's. Das Fläschchen mit unserem Wasser, wir haben den Brunnenwasser. Spot. Niemals. Dieses sogenannte Wasser des Lebens hat ihn doch überhaupt erst zu dem gemacht, was er jetzt ist. Ach, Spot, warum musst du auch immer so gierig sein? Okay, den nehmen wir aber mit. Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Wenigstens bist du nicht ins Nichts gestürzt. Ich werde dich irgendwie wieder gesund machen und dann bleiben wir für immer zusammen, ja? Okay, jetzt nochmal zurück in den Käfig. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Kuhfuß. Gleich mitnehmen. Okay, Bote. Hey Bobby. Ach, lass mich doch. Ach, was soll ich die aus? Ha? Okay, können wir die Kerkertür öffnen? Verschlossen. Okay. Hey, hallo. Was ist jetzt noch? Ich will mit Lukor Ich will sprechen. mit Luko sprechen. Luko, erst mit. Dann muss er mit. Muss er nicht. Das würde ich. Was will. Luko, naja, ist ja alles dasselbe. Ich habe ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ich habe ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ein Angebot? Warum sollte ihn das interessieren? Vielleicht, weil er ein raffgieriger Despot ist? Ja. Da kann ich nicht widersprechen. Warte einen Augenblick. Ich muss erst die Tür entriegeln. Okay. Das ist sehr, ja, interessant. Du hast also ein Angebot. Ich bin sehr gespannt, kleiner Mann. Ja, ich bin jetzt auch auf die Sprich los. Dialogoptionen gespannt. Ich will meine. Ich habe Erfahrungen als Gärtner, Berater und Wäscheboy. Das klicke ich jetzt an, das ist zu geil. Ich habe Erfahrungen als Gärtner, Berater und Ja, Wäscheboy. erinnert euch Soll noch an das das ein Witz sein? Gurney! Eisenbahnmuseum. Warum verschwendest du meine Zeit mit diesem lästigen Wurm? Es tut mir leid, Boss. Ich dachte, er könne uns vielleicht nützlich sein. Nützlich? Wozu? Man könnte eine Buchstütze aus seinem Schädel Toho! machen. Die Idee gefällt mir. Bravo, Gorni. Ja, genau. Super. Aber ich hätte da noch eine bessere Idee parat. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ich will meine Dienste als Clown anbieten. Ich will meine Dienste als Clown anbieten. Sehe ich so aus, als ob ich gerne lache? Nicht wirklich. Aber ich gebe zu bedenken, dass die Ewigkeit lang werden könnte. Ganz ohne Unterhaltung. Die Hast du Ewigkeit mich ganz lang unten? Du könnte. kannst es ja mal versuchen. Okay. Alles klar. Wie wäre es mit etwas intelligenter Unterhaltung? Ich kenne ein paar anstößige Limericks. Ich kann das Alphabet rülpsen. Mann, ist das peinlich. Ich wünschte, ich könnte im Boden versinken. Ich gebe auf, du bist vollkommen humorlos. Wie wäre es mit intelligenter Unterhaltung? Wie wäre es mit etwas intelligenter Unterhaltung? Meinetwegen auch das. Nur eine Frage vorweg. Kommen dafür auch die Bommeln in Einsatz? Mal sehen. Gott. Wie wäre es mit politischer Satire? Wie wäre es mit einem Gedicht? Wie wäre es mit Theater? Wie wäre es mit Philosophie? Wie wäre es mit Philosophie? Klingt gut. Wie wäre es mit Philosophie? Kommt nicht in Frage. Ich kenne mich ein wenig mit Philosophen aus. Ach, wirklich? Ja. Hagere, knochige Kerle. Altes Fleisch, ledrige Haut, kaum was dran. Oh, na gut, probieren wir was anderes.
Wie wäre es mit politischer Satire? Wie wäre es mit politischer Satire? Politische was? Satire. Da werden berühmte Führungspersönlichkeiten parodiert. Wie zum Beispiel ich? Ja, zum Beispiel. Es geht also um mich. Das gefällt mir schon mal. Und weiter. Tja, und dann wird dessen Regierungsstil mit hintergründigen Anspielungen kritisiert. Was denn? Höre ich richtig? Kritik? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Denk dir was anderes aus, du Clown. Wie wäre es mit einem Gedicht? Wie wäre es mit einem Gedicht? Ich habe ein paar nachdenkliche Verse geschrieben, die... Stopp, stopp, stopp! Sagtest du nachdenklich? Was soll denn daran unterhaltsam sein? Bist du überhaupt ein richtiger Clown? Nein. Schon gut, schon gut. Es war ja nur ein Vorschlag, um das Programm etwas aufzulockern. Wie wäre es mit Theater? Wie wäre es mit Theater? Du brauchst gar nicht weiterzureden. Ich will hier kein Theater. Ich will eigentlich überhaupt nichts, was hektisch und laut ist. Aber... Kein Aber! Ich will kein Theater! Basta! Ja, lass mich was anderes probieren. Lass mich was anderes probieren. Meinen Segen hast du. Ich kenne ein paar anstößige Limericks. Ich kenne ein paar anstößige Limericks. Ich hasse Limericks. Aber ich mag es, einen Grund zu haben, Gefangene anzuschreien. Also, leg los. Der Limerick heißt das Fass ohne Boden. Der Limerick heißt das Fass ohne Boden. Dies ist die Geschichte vom Askil, der beim Trinken vornüber ins Fass fiel. Stopp, stopp, stopp! Das ist ja grauenvoll. Grauenvoll? Wieso? Was stimmte denn nicht? Was damit nicht stimmt? Da geht es ja gar nicht um mich. Okay. Der Limerick heißt der große Luko. Der Limerick heißt der große Luko. Der Titel gefällt mir schon mal. Nicht wahr? Los, los! Worauf wartest du? Ja. Wer kennt nicht den großen Luko? Weiter? Tja, wer kennt nicht den großen Luko? Ein Herrscher auf großem Niveau. Stopp, stopp, stopp! So geht das nicht. Wieso? Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Was nicht stimmt? Luko reimt sich doch nicht auf Niveau. Nein, überhaupt nicht. Ist ganz anders. Ach ja? Luko schreibt sich L-O-U-C-A-U-X. So kann man doch keine Limerick schreiben. Ich habe genug gehört. Okay. Der Limerick heißt der lange Heimweg. Der Limerick heißt der lange Heimweg. Ein Askil zog aus im Gedanken, im Wirtshaus ein Bierchen zu tanken. Stopp, stopp, stopp! Das ist ja grauenvoll. Grauenvoll? Wieso? Was stimmte denn nicht? Was damit nicht stimmt? Da geht es ja gar nicht um mich. Der Limerick heißt die Explosion. Also irgendwann werden wir schon das Richtige haben. Der Limerick heißt die Explosion. Ein Askil versuchte seit Wochen, ein Omelett aus Cognac zu kochen. Stopp, stopp, stopp! Das ist ja grauenvoll. Grauenvoll? Wieso? Was stimmte denn? Was damit nicht? Da geht es... Ach ja. Ja, okay, lass mich was anderes probieren. Lass mich was... Mein... Ich kann das Alphabet rülpsen. Ich kann das Alphabet rülpsen. Das klingt erst einmal noch nicht sehr beeindruckend. Aber versuch euch dein Glück.